Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Montage-Hotel-Tester. Ich befinde mich hier im Neudettelsau im Hotel Dialog. Das ist ein Hotel von der Diakonie und ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Hotel. Es ist wunderschön sauber und aufgeräumt und freundliches Personal. Kommen wir mal zu dem Innenleben. Oh. Tür zu machen. Wir haben hier einen kleinen Konferenzraum mit Kaffeemaschine und Kühlschränken. Dort kann man sich ein paar Getränke nehmen und muss das in die Liste eintragen. Also hier kann man quasi eine kleine Baubesprechung machen. Ich hatte leider Nachtschicht. Mein Kollege, der schläft noch. Hier kommt eine kleine Teeküche, finde ich auch sehr toll. Mit einem Herd, einer Kaffeemaschine, Wasserkocher und alles, was man so braucht. Sogar eine Mikrowelle. Also mir gefällt das hier sehr gut. Einen Fahrstuhl haben wir auch. Hier kommt das Zimmer, klein aber fein, mit einem großen Bett. Was ich übelst schön finde, ist, wenn es zwei Kopfkissen gibt. Dann haben wir hier einen kleinen Schreibtisch, einen kleinen Fernseher. Und was ich auch toll finde, die Gelegenheit zum Kaffee und Tee kochen. Ein kleines Badezimmer. Moin. Mit einer kleinen Dusche. Aber ich finde es hier wirklich sehr, sehr angenehm, gemütlich und es eignet sich auch für Nachtschichten, weil die auch einen in Ruhe lassen, wenn man quasi kein Schild rausgehängt hat. Also dieses Hotel ist sehr zu empfehlen. Und hiermit verabschiede ich mich auch schon wieder aus diesem wunderschönen Hotel. Aus dem Dialoghotel. Viel Spaß und bis später, euer Montage-Hotel-Tester.